Kartoffeln. Geraffelt, gerieben, zerdrückt. Roh oder gekocht. Und was machen wir dann draus? Puffer, Rösti, Reibekuchen. Und die liebt man auf der ganzen Welt. Also machen wir uns doch auf die Reise. Kommen Sie mit. Bleiben wir aber erstmal daheim und gehen nicht gleich auf die große Tour, denn wir leben ja schließlich im Riefkuchenland. Ja, in jeder Gegend, in jedem Dialekt gibt es was anderes, manchmal von Tal zu Tal eine andere Bezeichnung. Und so geht es nämlich auch mit den Rezepten, auch die sind höchst unterschiedlich. Es sind natürlich immer Kartoffeln die Hauptsache. Ja, dann fangen wir jetzt mal an und zerkleinern sie. Du reibst sie. Ich reibe sie jetzt ziemlich auf. Mit der feinen Reibe. Man kann natürlich auch kleine Stifte nehmen. Ja, ich mache Stifte hier, also Streichholzfeine. Und dafür nehme ich jetzt eine festkochende Sorte, also eine Salatkartoffel. Dann bleiben nämlich die Stifte einigermaßen erhalten. Fürs Grundrezept schneide ich sie erstmal in diese feinen Streifen. Die zeige ich gerne mal, wie die aussehen. Weil sie sind nämlich wirklich ganz intakt geblieben und trotzdem zerfallen sie in kleine Streifen. Und diese hier, die bleiben streichholzfein und bleiben aber richtig schön erhalten. Diese Stückchen, die von dem Halter nicht mehr erfasst werden, kann man natürlich mit dem Messer auch noch schön fein schneiden und so verschwendet man nichts. Guck, das mache ich jetzt hier auch. Da habe ich jetzt auch schöne feine Stifte und damit ist es jetzt wunderbar. Und dann können wir jetzt mal anfangen, die zu verarbeiten. Ja, jetzt ist die Frage, was wollen wir machen? Kommt jetzt eine Zwiebel gleich dazu und ein bisschen Knoblauch oder lassen wir erstmal die Kartoffel als solche? Ja, dann machen wir das eine so, das andere so. Gut. Ich würde sagen, diese schönen Stäbchen, die lassen wir so. Und ich mache jetzt hier noch eine Kartoffel dazu. Und ich schäle hier eine Zwiebel, die reibe ich nämlich dann auch mit, damit sie schön fein zermust wird. So, Zwiebel und Kartoffel schön fein gerieben. Es gehört außerdem hinzu natürlich Salz. Wir wissen ja, Kartoffeln brauchen gehörige Mengen von Salz. Eine kleine Prise Zucker schadet nicht, aber wirklich nur, was zwischen die Finger passt. Und jetzt brauchen wir ein Löffelchen Stärke. Hier hast du das Salz. Und ruhig auch Pfeffer und Muskat passt bei beiden dazu. Und du kriegst auch einen Löffel Stärke. Gib mal die Schüssel her, damit die Kartoffeln besser binden. Und ich nehme mir auch einen Löffel Stärke. Salz haben wir jetzt dran, Muskat und Pfeffer. Du kriegst auch Muskat? Ich will keinen Muskat. Du willst keinen Muskat, okay. Ich will Pfeffer. Du kriegst Pfeffer, aber erst nehme ich mir welchen, dann kriegst du. So. Jetzt bin ich damit schon mal ganz zufrieden. Und nun ist auch wieder die Frage, Ei oder nicht Ei? Ich nehme ein Ei auf ein Kilo. Das genügt. Und ich nehme kein Ei. Du nimmst kein Ei. Was du machst, dazu sagen die Franzosen Paillasson. Also eine Strohmatte. So. Jetzt muss man hier Platz schaffen. Ja, das machen wir. Das Ei muss natürlich richtig gut untergerührt werden und sich mit der Flüssigkeit auch verbinden, die die Kartoffeln abgegeben haben. Und dann ist mein Teig fertig. Dann können wir nämlich hier mal unser Arbeitsbrett wieder aus dem Weg heben und eine Pfanne oder auch zwei Pfannen aufsetzen. Dann kannst du da braten und ich kann hier braten. Und nun ist die Frage, was nehmen wir für ein Fett? In jedem Fall müssen die Puffer schwimmen. Man darf an Fett nicht sparen. Vorzugsweise Butterschmalz oder eine Mischung von Butter und Olivenöl oder von Butter und geschmacksneutralem Öl oder ein gutes anderes Öl. Ich habe hier ein Grebenschmalz. Da muss man aber aufpassen, weil da können die Apfel- und Zwiebelstückchen und die Greben können verbrennen. Das wollen wir nicht. Und wissen Sie, was ich nehme? Olivenöl. Gutes Olivenöl, was nicht naturtrüb ist, sondern klar gefiltert ist oder sich vollkommen abgesetzt hat, ist bestens geeignet. Und jetzt machen wir einfach mit einem Suppenlöffel eine Portion von diesem Teig hier rein. Und wenn ich die ganz rund haben will, dann nehme ich so einen Metallring, setze den hier rein
Und das gebe. Ist ja aufwendig. Ja, das ist, wenn es mal, wenn's mal ganz fein aussehen soll. Dann tun wir noch ein bisschen was rein. Und so kriegen wir nämlich absolut perfekte, kreisrunde Dinger. Gleich den nächsten auch noch hier rein. Meine Strohmatten, die brauchen natürlich nicht so exakt zu sein. Wenn ich dir da helfen darf, dass die sich mit ineinander fügen und nicht abspreizen, weil was absteht, verbrennt leichter. Naja, das sind dann die besonders knusprigen. Aber wenn sie in der Mitte noch nicht gar sind, auch das ist jetzt ganz wichtig, die Temperatur. Es muss nämlich so heiß sein, dass die Küchlein durchgaren, dass sie aber nicht schon unten am Boden verbrannt sind, obwohl sie in der Mitte noch roh sind. Also man muss die Hitze genau regulieren und auch ausprobieren, in welchen Stufe es am besten klappt. So jedenfalls sehen sie ja ganz schön aus. Es fängt schon an zu duften. Ja, genau. Einen Teller bereitstellen mit bisschen Küchenpapier drauf. Auf den kann man dann die fertig gebackenen Puffer abtropfen lassen. Und wenn man jetzt große Portionen macht für eine hungrige Schar, dann kann man die auch wunderbar auf dem Backblech legen, nachdem sie abgetropft sind, und den Backofen warm halten. So, jetzt sind die schon zusammengebacken und ich kann die gefahrlos wenden. Und dann können Sie auf der zweiten Seite braten. Und jetzt merkt man aber schon, ich darf ruhig mit der Hitze ein bisschen hochgehen. Ja, und jetzt zeige ich Ihnen gleich noch eine Variante. Und zwar mische ich unter diese Kartoffelstreifen eben solche Streifen von der Zucchini. Und zwar mit der Schale. Die Schale hat ja die meisten Aromastoffe und ist ja ganz zart, vor allem bei diesen kleinen. Und jetzt mache ich einfach jeweils von dem Kubus die Partie weg, die schön fest ist. Und das, was hier wattig ist, das bleibt übrig und das kriegen die Hühner. So, und dann wird es gemischt. Dann haben wir hier eine Variante mit einem Farbeffekt und gleichzeitig auch einer geschmacklichen Bereicherung. Und jetzt habe ich die große Matte gemacht und die kann jetzt braten, genauso wie die anderen Küchlein. Bis jetzt war diese Kartoffelmatte mit Zucchini eigentlich eine französische Geschichte. Und jetzt mache ich eine türkische draus. Da kommt nämlich ein bisschen Schafskäse hier auf die Oberfläche. Darf dann hinschmelzen. Ein bisschen schwarzer Sesam obendrauf. Und Pulbiber oder ein anderes scharfes Paprikapulver. Schon hat man wieder eine andere Variante. Und so wie der Käse schön warm geworden ist und fast schmilzt, wird serviert. Und da kann man nun ein Brot dazu essen oder einen kleinen Salat, ganz wie man will. Und zu dem Paillasson habe ich jetzt eine besondere Anrichtung. Und zwar gibt es hier etwas eingelegte Zunge in Aspik mit einem kleinen Gürkchen. Und darüber hobel ich jetzt nur ein wenig Zwiebel. Und dann kommen ein paar Tropfen Vinaigrette drauf. Da habe ich den Rest von dem Senf in diesem Töpfchen mit Essig und Salz durchgeschüttelt und dann ein Öl dazugegeben und nochmal kräftig durchgeschüttelt und schon steht die Vinaigrette. Und darauf kommen die kurz abgetropften Kartoffelpaillassons. Ich rühre Haferflocken, und zwar grobe Haferflocken, in den Teig, die dann nämlich auch für besondere Knusprigkeit sorgen. So, und jetzt kommt etwas, was ich ganz wichtig finde, nämlich ein bisschen von dieser Vinaigrette auch auf die Kartoffelpaillassons. Und dann wird sofort gegessen. So, und ganz zum Schluss kommt noch ein bisschen Petersilie drauf. Und dann hat man doch einen wunderbaren Vorspeise oder Imbiss. Jetzt haben wir hier drei ganz verschiedene Anrichtungen. Hier der Klassiker mit Apfelmus, Moritz. Das kommt. Unser türkischer mit Schafskäse und den eingearbeiteten Zucchini. Und der französische Kartoffelpaillasson mit der kleinen Sülze. Aber das ist jetzt wirklich nur ein Bruchteil der Möglichkeiten, die die Kartoffelpuffer einem bieten. Dann wollen wir mal kosten. Ich probiere mal deinen türkischen. Das ist lieb. Ich probiere aber nicht deine Süßen, sondern erst mal hier meinen Pajasson. Also sowas Knuspriges. Ich glaube, den kann man sogar am besten mit der Hand essen. Was? Und das Sülze dazu? Wunderbar. Also so knusprig und so saftig trotzdem. Herrlich.
Da kann ich gar nicht aufhören. Ich habe jetzt wieder Kartoffeln gerieben und wieder eine Zwiebel reingerieben. Wir machen nämlich jetzt Reibekuchen. Und was ist der Unterschied zwischen Reibekuchen und Kartoffelpuffer? Ich wollte gerade schon sagen, dann werden alle fragen, was ist eigentlich der Unterschied, weil viele machen gar keinen Unterschied. Für viele sind Reibekuchen Kartoffelpuffer und umgekehrt. Meistens ist es auch so, aber eigentlich gehören in Reibekuchen, daher ja auch der Name, mehr Ei und auch Mehl, damit es auch wirklich ein Kuchen wird. Und da kommt jetzt noch Knoblauchzehe reingepresst. Das ist, ja, also ich mache natürlich wieder die herzhafte Variante. Auch die Reibekuchen kann man natürlich süß essen, also ohne Zwiebel und ohne Knoblauch. Und Salz und Pfeffer gehört in jedem Fall rein. Und bei dir ja auch Muskatnuss. Bei mir gehört unbedingt Muskatnuss rein. Und ich tue auch immer gerne ein bisschen Schärfe ran in Form von Chili-Pulver oder einem scharfen Paprika. Oder auch ein Currypulver kann es mal sein. Also man kann natürlich diese ganzen Geschichten würzen ganz nach eigenem Gusto. Also hier nicht nur ein Löffelchen, sondern ruhig zwei gehäufte Löffel Mehl und das schön verrühren. Und dann können wir natürlich auch hier alle möglichen gemüsigen Zutaten dazu füllen. Ich habe hier ganz fein geschnittenen Lauch. Das Weiße vom Lauch finde ich auch sehr schön da drin. Und ein bisschen roten Paprika. Dann kannst du schon mal die Pfannen anwerfen. Machen wir ruhig wieder in zwei Pfannen. Und hier sieht man jetzt auch, das Mehl hat den Saft von den Kartoffeln aufgesogen und es ist ein richtiger Teig entstanden. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, dass das jetzt ein Kuchen wird. Hier ist es schon heißer. Ja, dann tauschen wir hier. Und so kann man natürlich die auch schön rund formen, ohne Hilfsmittel und ohne Hilfsgegenstand. Ich mag die ja, wenn die ein bisschen dicker sind, dann sind sie innen so ein bisschen glitschig. Deswegen, ja, das gibt ja auch ganze Regionen in Deutschland, da heißen die Gletscher. Ja, in Dresden zum Beispiel. Und dann kann man natürlich jetzt alles Mögliche zu den knusprigen, frischen Kartoffelpuffern servieren. Ein Klassiker ist der Forellenkaviar oder Lachskaviar. Und dann haben wir noch ein kleines Dekorationspflänzchen. Dill oder auch Petersilie dazu. Eine wunderbare Vorspeise, wenn Sie noch kleinere Puffer machen. Ein sensationeller Happen zum Aperitif. Dann haben wir die Version mit dem Roastbeef. Und dazu gibt es eine Mayonnaise, die ich mit etwas gehackter Gurke, gehackter roter Zwiebel, Petersilie und ein bisschen roter Paprika für die Farbe also eine mische. Remoulade der besonderen Art. Eine Art Remoulade, ja. Und das kommt jetzt daneben. Ja, sieht auch gut aus. Wunderbar. Dann gibt es einen Reibekuchen mit gebratenen Blutwurstscheiben und dazu ein paar Zwiebelchen und natürlich Apfelscheibchen, gewürzt mit Majoran. Und ein wenig Apfelsenf. Ja, super. Und nun noch eine letzte Variante mit Kräuterquark. Dafür haben wir Sahnequark. Und da ist trotzdem noch ein bisschen würziges Olivenöl reingekommen. Und natürlich Salz und dann Kräuter. Und ein bisschen geriebene Zwiebel habe ich noch reingetan. Ach so, ich habe ja extra Schnittlauch. Macht nichts. Ich finde beides, du findest ja immer, das sei überflüssig. Ich finde, dass sich beides gut ergänzt. Und dann einen dicken Klecks drauf. Das ist wunderbar. Super. Jetzt müssten wir mal probieren, findest du nicht? Ja, gerne. Guck mal in Rosé. Ja, sehr schön. Und ich möchte, glaube ich, ein Stück von dem mit der Blutwurst. Und ein bisschen Apfel und Zwiebel obendrauf. Und dann herzhaft reinbeißen. Wunderbar. Sehr schön. Ja.
Jetzt hatten wir die Puffer, die Reibekuchen, fehlen noch die Rösti. Und die Rösti kommen ja, wie der Name schon anklingen lässt, aus der Schweiz. Und dafür hat man in der Schweiz ein sehr solides Modell entwickelt zum Reiben, eine Rösti-Raffel. Die kann man so einstellen, diese ganzen Zacken hier, die sind ziemlich grob. Und mit dieser Schraube verstelle ich dieses Holzbrett und kann die dick und dünn machen. Das haben wir mal vor 30 Jahren in der Schweiz gekauft. Und jetzt haben wir ja die gekochten Kartoffeln, wie gesagt. Ja, und das heißt, wie gesagt, du hast doch nicht gesagt, dass man Rösti eigentlich aus... Das ist der Unterschied, ja. Also der Unterschied zwischen diesen ganzen Dingen ist, dass die Rösti immer aus gekochten Kartoffeln gemacht werden. Aber man kann auch zum Teil rohen noch dazufügen. Ja, dann haben sie noch mehr Biss, genau. Und ich zeige jetzt noch mal, wenn man viele Kartoffelpuffer oder Reibekuchen machen will, dass es dann praktisch ist, so eine Küchenmaschine einzusetzen, die hier so eine Scheibe hat mit diesen sternförmig durchbrochenen Löchern. Und das setze ich jetzt hier ganz einfach auf. Und natürlich lohnt es sich nicht, wenn man nur ein bisschen was macht. Aber wenn man viel macht, dann lohnt sich das Putzen. Und die Arbeit selber geht zack, zack, zack. Willst du nicht noch eine Zwiebel dazu? Ja, gut, prima. Passt die rein, danke. Oder muss ich sie zerschneiden? Nee, die passt rein. Ja, super. Na, das ist doch eine schnelle Nummer. So, dann kann unter meine Kartoffeln wieder Stärke. Und ob sie jetzt ein Ei reintun oder nicht, das ist auch wieder Geschmackssache, weil auch in der Schweiz gibt es ungefähr so viele Rösti-Rezepte wie Rösti-Zubereiter oder Zubereiterinnen. Also, das ist jetzt alles beieinander. Nun können wir auch gleich anfangen, einen Rösti zu backen. Und jetzt gibt man das in die Pfanne und verteilt das schön und muss jetzt darauf achten, auf mittlerer Hitze, dass das unten schön bräunt und dass es auch schön zusammenhält, indem man das immer wieder so ein bisschen zusammenschubst. Und hier ist jetzt die Masse für Reibekuchen, wenn sie wirklich gerieben worden sind. Das heißt, die Masse ist sehr viel glatter als die mit der Raffel vorher geschnittenen Teile der Kartoffeln. Das waren ja entweder Stäbchen oder solche Schnitzelchen. Und jetzt ist die Masse glatt. Wollen wir da noch ein Ei reintun? Also ich würde ja sagen, wir machen jetzt mal ohne Ei. Okay, gut. Und wenn man jetzt an der Pfanne rüttelt, sieht man, dass diese ganzen Schnipsel schon wunderbar zusammenhalten. Jetzt müsste man aber noch Stärke hier reinrühren. Und noch ein bisschen Muskat. Ja. Und wenn man jetzt weiter rund um den Erdball reißt, dann gibt es die unterschiedlichsten Gewürze, die man dazu tut. Da macht man zum Beispiel, im arabischen Raum macht man dran Satar. Das ist eine Gewürzmischung mit Sesam, mit Thymian, mit vielen verschiedenen Kräutern. Ja, dann gibt man noch eine kleine Schüssel und dann tun wir das dran und machen nicht an alles. Okay. Machst du hier mal eine? Das reicht schon. Das ist jetzt Satar. Dann haben wir die Möglichkeit Anatto. Anatto sind die Kerne einer Frucht vom Orléans-Strauch. Oh, das den klingt gibt's, toll. Ja, finde ich auch. Das sind solche Körnchen, die eigentlich noch viel röter normalerweise aussehen. Wahrscheinlich habe ich die schon zu lange in meinem Schrank stehen. Und die sind als Bitterkeitsgewürz beliebt, aber auch als Farbstoff. Und da sieht man dann, wenn man das im Mörser zerstößt, so ein bisschen mehr nehmen, dass auch eine, da sieht man, eine Farbe entsteht. Mach doch noch mal eine Portion und da gebe ich dir ein bisschen von dem Zermörserten dazu. Und das wie gesagt, wir haben ja vorhin schon gesagt, mit Curry und mit allen möglichen Dingern kann man spielen. Vadovan, diese wunderbare indische Gewürzmischung. Also man kann mit allem experimentieren und spielen. Jetzt nehme ich aber erstmal dieses hier, das war Zatar. Das war das Zatar. Machst du kleine, machst du große? Mittlere. Okay. Den muss man jetzt werfen. Ja, nimm mal die Schüssel weg. Ja, so. Und in der kleinen Pfanne machen wir jetzt den mit dem Anatto-Samen. Und so geht's auf allen Rohren rum. Jetzt machen wir noch mal eine Variante. Und zwar versuchen wir das mit dem Waffeleisen. Nee.
dann müssen wir warten, bis es auf grün schaltet. So, dann wollen wir mal schauen, wie das geworden ist. Ja, wunderbar. Am Rande noch nicht so ganz genügend. Machen wir doch noch mal eine. Jedenfalls wird sie unglaublich knusprig, diese Kartoffelwaffel. Finde die ganz toll. Öl dran. Und dazu kann man natürlich auch alles Mögliche essen. Einen Kräuterquark oder eine Remoulade. Oder eben, ich mache hier gerade ein Häckerle aus Avocado und roter Zwiebel. Alles sehr fein gewürfelt. Dann Koriander dazu. Und hier braucht man ja überhaupt kein Öl, denn die Avocado bringt genügend Fett mit sich. Was wir brauchen, ist allerdings Limettensaft. Und den gewinnt man ja nicht, indem man die Limette halb durchschneidet, sondern immer ein solches Segment an der Seite, schräg zum Äquator. Dann kommt am meisten Saft aus der Frucht. Dann Chili, Knoblauch, das sind die Aromen, die zur Avocado ganz gut passen. Salz nicht vergessen, ruhig ein paar Körnchen, aber auch in Form von Fischsoße. Die gibt nochmal den exotischen Effekt. Also Fischsoße aus der Thai oder Thai-Küche. Genau. Ja. So, gib's mir mal bitte einen Löffel zum Umrühren. Noch ein bisschen Salz. Und nochmal ein Segment Limette. Limettensaft braucht man viel, auch um die Avocado so ein bisschen zu erfrischen. Und das servieren wir jetzt zur Kartoffelwaffel. Das sieht doch wunderbar aus. Und dann diese kühle Soße bzw. das Tartar von Avocado und roter Zwiebel dazu. Sehr schön. Exotisches Gewürz trifft sich mit heimischem Geschmack. Genau. Eine kleine Deko, zum Beispiel noch Koriander und eine Borrelspülte. Genau. Die muss man finden. Das Auge ist doch mit. So, und zu der Rösti heißt es natürlich. Der ist weiblich im Schweizerischen. Ja, gibt es jetzt etwas ganz Besonderes, nicht das berühmte Zürcher Geschnetzelte, sondern etwas aus dem Meer, nämlich ein Matjes. Und das ist eine Abwandlung von einem Matjes Hausfrauenart, da habe ich jetzt einiges vorbereitet. Zunächst mal eine junge Salatgurke und die Hälfte hat natürlich gut ausgereicht, geschält und ausgehöhlt, die Kerne rausgeschabt und dann in Würfel geschnitten, eine weiße Zwiebel gewürfelt, ein Viertel Apfel gewürfelt, eine Knoblauchzehe und ein bisschen Chili. Und dann sind wir ja sehr gewöhnt, dass man zum Matjes oder überhaupt zu Fisch Dill nimmt. Das befremdet einen Italiener natürlich total. Warum soll er Dill nehmen? Der nimmt Basilikum. Und deswegen habe ich das jetzt auch mal mit Basilikum gemacht. Das passt zu einer solch südlichen Variante ganz gut. Das kommt jetzt in eine Schüssel und dann wird es alles gemischt. Und zwar mit Sauerrahm. Und das braucht jetzt keine richtige Soße zu werden, sondern das wird eher eine Art Ragout, was nur locker umhüllt wird von dem Sauerrahm. Oder man nennt es auch Häckerle. Das ist also jetzt schon ein urschwäbischer Begriff, beziehungsweise schlesisch. Das ist aber nah an der Schweiz und deswegen ist das vollkommen in Ordnung. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Zitronensaft dran. Ich kann, glaube ich, schon mal wenden, weil wir richten sofort an, oder? Ja, das geht jetzt ganz schnell. Weil die ist nämlich jetzt genau richtig. So, nochmal eingebrutzelt und dann Salz brauche ich nicht, das bringt der Matjes mit. Und dann kommt eben der Sauerrahm dran. Und dann gebe ich schon mal die Rösti auf den Teller. Es raschelt in der Pfanne, das ist gut so. Außerdem tut es schon mal ganz toll, finde ich. Das ist auch wahr. Und das ist ja auch was ganz Hervorragendes. Also Hausfrauenart ist das jetzt nicht gerade. Aber warum soll man das immer auf Hausherrenart ist ja auch nicht schlecht, ne? Sehr gut. Und dann bin ich gespannt, was du uns dazu zu trinken empfiehlst. Dazu empfehle ich... Das ist nämlich nicht einfach. Nein, aber in der Schweiz gibt es hervorragende Weine und das kann also sowohl ein Fondant aus dem Wallis sein, aber ein Pinot Chardonnay aus Graubünden, das geht auch sehr gut. Also es muss ein herzhafter Wein sein, der Charakter hat und neben der Frische von Matjes und der Behäbigkeit von der Rösti zu bestehen weiß. Also das ist sozusagen eine Mariage von Berg und Meer. Genau.
Und zum Schluss noch eine letzte Idee, was man zu Kartoffelpuffern, auch wenn sie so exotisch gewürzt worden sind, essen kann. Sie kennen doch Hummus. Das ist diese Creme aus Kichererbsen und Tahini, also dieser Sesampaste. Das lässt sich natürlich auch variieren. Und zwar mache ich das jetzt mit roter Beete. Die ist gekocht. Die kann man ja fertig gekocht im Gemüseregal kaufen. Das ist immer sehr praktisch. Und statt Kichererbsen habe ich hier Bohnenkerne. Und zwar von den Wachtelbohnen. Die haben so eine schöne braune Farbe. Also statt Kichererbsen gekochte Bohnenkerne. Jetzt haben wir also diese beiden verschiedenen Komponenten. Die kann man natürlich Kichererbsen oder auch Bohnenkerne aus der Dose nehmen, ausnahmsweise mal. Dann brauche ich Knoblauch, den ich nur zerdrücke. Und zusammen mit ein Stückchen Zwiebel grob gewürfelt und natürlich Chili, denn da muss ja Pep rein, fülle ich in den Mixbecher. Dazu kommt noch ein Stückchen Zitronenschale und wir brauchen reichlich Zitronensaft. Das ist eine tolle Zitrone, oder? So möchte man sie immer haben. Und den Zitronensaft großzügig dazu pressen. Wir brauchen Salz. Bist du so lieb und gibst mir gerade mal ein bisschen Salz? Dann kann ich nämlich hier dieses Tahini, das Mousse aus Sesamsamen. Das ist eine nussige Masse, die eine wunderbare Konsistenz nachher der Geschichte gibt. So. Und jetzt brauchen wir nämlich nur noch Olivenöl. Und dann mixen wir das alles zu einer schönen, glatten Creme. Ja. Also mit dem Mixstab reingehen und geduldig spazieren gehen. Dann mal gucken, wie es schmeckt. Salz und Zitrone. Ja, das braucht immer mehr, als man glaubt. Und der Chili könnte auch ein bisschen mehr sein. Das kann ich mit einer Hand nicht. Zitrone. Ist die Farbe nicht affenartig gut? Hälfte hier noch dazu nehmen. Ja, also Säure muss da richtig ordentlich rein, weil schon die rote Beete braucht ja immer ordentlich Säure. Ja, rote Beete ohne Säure schmeckt dumpf. Ja. Und jetzt füllen wir das in eine hübsche Schüssel. Also das schmeckt schon pur super. Wie super wird es dann erst sein, wenn man dazu einen schönen Kartoffelpuffer bekommt? Ah, die sind aber wunderbar. Und dann natürlich eine kleine Deko aus Koriander. Und was immer dazu gehört, ist eine kleine Furche ziehen. Und da kommt ein Schüsschen Olivenöl rein. Das ist nämlich nachher nochmal Würze. So, dann kann ich gleich mal die Hüffelchen anrichten. Sieht aus, als ob es lächelt. Guck. Sehr schön. Die Püfferchen. Das sind jetzt die mit Satar. Ja. Ich wollte noch hier diesen. Den großen. Mit Anatto. Da kannst du auch noch mal ein bisschen Koriander draufsetzen. Gott sei Dank bekommt man Koriandergrün. Ja, jetzt eigentlich ohne weiteres. Das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht mit unseren vielerlei Puffern. Einmal rund um die Welt damit. Tschüss. Und wir können dann noch mal gucken, ordentlich naschen, ob sie uns weiterhin schmecken. Also sie fassen sich schon knusprig an. Und es knackt und knurzelt. Herrlich.